Die IFG Ingolstadt, starker Partner der regionalen Wirtschaft, präsentiert Ihnen Standort Ingolstadt. Grüß Gott und guten Abend, herzlich willkommen bei Standort Ingolstadt, dem Wirtschaftsmagazin von NTV. Wir blicken für Sie hinter die Kulissen der Institutionen, die das Wirtschaftsleben der Stadt am Laufen halten. Der Zeitplan, der war eng gesetzt und dass er eingehalten wird, daran haben nicht einmal die Optimisten geglaubt. So ist die Halle Q seit wenigen Tagen offiziell in Betrieb. Nach nur 10 Monaten Bauzeit steht sie also, die zentrale Halde der GVZ-Erweiterung mit 54.000 Quadratmetern Fläche, ja, ein neuer Maßstab für die Logistikbranche. Effektiv und schnell soll sie sein, die Bereitstellung der Fahrzeugteile für die benachbarte Audi-Produktion. Und das neue Güterverkehrszentrum, die Erweiterung, das ist die Fortsetzung einer Erfolgsgeschichte. Schon im Jahr 2007 ist klar, das Güterverkehrszentrum vor den Toren von Audi platzt aus allen Nähten. Der Autoabsatz boomt, die Nachfrage nach Teilen steigt. Mehr noch, Audi beabsichtigt durchzustarten mit neuen Modellen. Kurz, Zulieferer und Dienstleister brauchen mehr Platz. Eine Erweiterung, aber wohin? Im August 2008 sind die Flächen im Nordwesten Richtung Etting im Gespräch. Die liegen aber im Wasserschutzgebiet und bringen Naturschutz und Grüne auf die Barrikaden. Mit Unterschriften wird ein Bürgerbegehren angestrebt. Dann die politische Kehrtwende. Im November bringt die CSU das Gelände jenseits der Geimersheimer Straße ins Spiel. Quasi die direkte Anbindung an den Altbestand. Der ideale Standort ist gefunden. Schon früh ist klar, das neue GVZ, hier die graue Fläche, springt alles bisher Dagewesene. Dafür wird die Geimersheimer Straße verlegt. Über einen höhenfreien Kreisel geht's direkt zur Neuburger Straße. Das Okay dazu im Stadtrat folgt Mitte April 2010. 4 Tage später der Baustart. Die Geimersheimer Straße führt erst einmal in einem Bogen provisorisch am Baugebiet vorbei. Die Animation zeigt die Dimensionen, 54.000 Quadratmeter groß wird die sogenannte Halle Q. Nach Norden und Süden schließen sich die Ladehöfe an, außerdem Lkw-Parkplätze und Gleisanlagen. Die Bauarbeiten laufen unter Hochdruck, am 28. Juli bereits das Richtfest. In Fertigbauweise werden die Teile aneinander montiert. Ein räumliches Fachwerk nennt Franz Madl sein Projekt, das schon jetzt für Furore in der Fachwelt sorgt. Das Zusammenspiel von Beton und Holz ist das Besondere der Konstruktion. Optik und Kostenbewusstsein gehen dabei Hand in Hand. Allein 70 Millionen kostet der Bauabschnitt 1, 110 Millionen werden es insgesamt. Quasi den ökologischen Ritterschlag bringt im Oktober das Goldzertifikat der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. Eine Vorstufe, wie es in der Laudatio heißt. Denn ist die Halle erst einmal in Betrieb, wird das Gebäude ein weiteres Mal geprüft. Und dass es dabei auch zu Gold reicht, daran zweifelt weder der Architekt noch der Bauherr. Ja, die mittlere, die zentrale Halle ist also fertig und das logistische Leben, das erwacht in diesen Tagen. Bei uns der Hausherr, Dr. Werner Richler, Geschäftsführer der IFG. Guten Abend. 4,5 Hektar der Fläche, das ist eine riesige Zahl. Das sind 9 Fußballfelder. Ja, wenn man sich jetzt das so vorstellt, Sie haben eigentlich schon Erfahrung. 12 Hallen haben Sie ja schon gebaut im Altbestand. Und wie geht man mit so einer Bestellung von Audi um? Gut, wir haben 1995 damals begonnen. Und als wir die ersten beiden Hallen und den Gleisanschluss gebaut hatten, da dachten wir, jetzt kehrt ein bisschen Ruhe ein, aber gleich im nächsten Jahr ging es wieder weiter. Wie geht man mit so einer Bestellung um? Zunächst ist man natürlich überrascht, dass schon wieder ein neuer Abschnitt notwendig ist, aber dann trommelt man die Planer zusammen und überlegt, wie kann man diesen Wunsch auch erfüllen, wie können wir das GVZ weiter erweitern. Und das war damals vor ein, zwei Jahren eine ganz spannende Geschichte. Es war zum ersten die Überlegung, wo machen wir das? Wir waren ja darauf vorbereitet, dass wir eigentlich an dem Kreisverkehr, den wir dort am GVZ haben, nochmal ein kleineres Büro-Gewerbegebiet schaffen. Und dann muss man überlegen, wie geht es jetzt anders weiter? Und dann, ich habe das bei der Einweihung
bisschen als Elfmeter, wie beim Elfmeter beim Fußball bezeichnet. Der Anlauf war nicht ganz so einfach, aber dann war es ein Volltreffer. Wir wollten ja zunächst die einfachste Lösung an sich, nah am Gleis, weil es sollte ein neuer Gleisanschluss auch wieder mitgeschaffen werden. Nur war das dann so, dass eben das Gleis durchs Wasserschutzgebiet läuft, die Hauptstrecke München-Ingolstadt-Reuchtlingen. Und natürlich war die nächste Anbindung dann war im Wasserschutzgebiet gelegen und es war dann eben nicht möglich, das GVZ2 dort zu machen. Dann mussten wir überlegen, wie geht es dann weiter. Dann waren Überlegungen ja an dieser Westparkspange das GVZ2 zu machen und dann letztendlich kam dann die Idee, das GVZ2 direkt an das GVZ1 anzulehnen. Dafür musste natürlich jetzt auch die Geimersheimer Straße verlegt werden, auch der Kreisverkehr verlegt werden und die ganze Infrastruktur dort neu gemacht werden. Gut, jetzt ist sie fertig, die mittlere Halle. Und 300 Gäste hatten am 10. Dezember die Möglichkeit, das neue Bauwerk in Augenschein zu nehmen. Bilder und Eindrücke von der Einweihungsfeier. Bogenförmige Überdachung links und rechts der Halle prägt den äußeren Eindruck und unterstreicht die neuen Dimensionen der Erweiterung. Da stockt wohl jedem Besucher der Atem. Mit den Hallen im GVZ Altbestand hat das hier nichts zu tun. Auch die Wahl der Materialien ist zukunftsorientiert. Ein kühner Entwurf, funktionell und nachhaltig. Wir haben im GVZ am Anfang in Stahl gebaut, dann in Stahl mit Stahlbeton. Und hier hat es das ganze Logistikkonzept ergeben, dass man sagt, okay, untersucht man wiederum Holz. Und es hat sich halt Holz, ob bei der Halle oder beim Logistikhof, herausgestellt, dass es die wirtschaftlichste Lösung ist, ja, und zudem die ökonomischste. Die Konstruktion ist weitgehend selbsttragend. So sind den Warenströmen wenig Grenzen gesetzt. Materialströme von allen unseren weit über 1000 Lieferanten fürs Werk Ingolstadt gebündelt. Wir werden die Materialströme gesammelt. Die Ströme, die zum einen über LKWs angeliefert werden, zum anderen über die Bahn. Und von hier werden die dann wieder an die Montagelinien und die anderen Fertigungsbereiche verteilt. Dieses Bündeln erfordert diese große Dimension für diese gesamten Umfänge. Dementsprechend Respekt und Anerkennung der Festgäste. Ministerpräsident Horst Seehofer sieht in der Zusammenarbeit zwischen Audi, der Stadt und dem Freistaat mehr als eine zweckgebundene Kooperation. Insgesamt ist es Ausdruck von sozialer Marktwirtschaft, wie ich soziale Marktwirtschaft verstehe, nämlich partnerschaftlich und nicht im Gegeneinander die Probleme zu lösen. Und wenn alle in den letzten Jahren von diesem Partnerschaftsgedanken ausgegangen wären und nicht nur von der kurzfristigen Gewinnorientierung, dann hätten wir vielleicht keine Finanz- und Wirtschaftskrise erlebt. Hier knüpft auch der Oberbürgermeister an. Der Erfolg ist nicht geschenkt, sondern hart erarbeitet, sagt er. Und letztendlich ein Konjunkturprogramm für Ingolstadt. Es sind ja hier viele Arbeitsplätze, auch für Menschen mit nicht so hoher Qualifikation. Das ist besonders wichtig. Und es werden die Menschen aus der Stadt und der Region hier Arbeit finden. Und das ist die Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben und für eine gewisse Lebensqualität. Und deshalb, glaube ich, ist es mehr als eine Wirtschaftsförderungsmaßnahme. Und das mit den großen Flächen ist letztendlich relativ, ergänzt Audi-Produktionsvorstand Frank Treves. Die Flächen, klar, sind sie beeindruckend, aber Sie werden sehen, wenn erst mal was drinsteht, ist die Fläche sehr schnell zu klein. Ja, das neue GVZ, eine Kooperation zwischen Audi, der Stadt Ingolstadt und dem Freistaat. Alle ziehen an einem Strang und das ist das Erfolgsgeheimnis, sagt der bayerische Ministerpräsident. Jetzt war im Endeffekt die erste Halle ja eigentlich schon vermietet, schon in der Planungsphase. Lässt sich da das Ganze ein bisschen gelassener machen? Ja, man muss dazu sagen, so große Investitionen können wir natürlich als städtische Gesellschaft nur machen, wenn die Vermietung feststeht, sonst ging es gar nicht. Die Gelassenheit war natürlich sofort vorbei. Ich habe es gerade schon angedeutet, als es um den Grunderwerb ging. Aber nachdem der Grunderwerb fertig war, war natürlich eine gewisse Gelassenheit da, weil wir mit soliden Planern, mit soliden Firmen aus der Region und darüber hinaus dann die Halle gebaut haben. Franz Madl, was der Architekt, was war seine Rolle? Wäre es ohne den anders, als ohne den anders ausgeschaut? Ja gut, die Firma PBB an der Spitze, der Herr Madl,
begleiten uns ja schon seit den ersten Hallen. Damals hatten wir ja noch mit der anderen Systematik das begonnen, mit einem Generalübernehmervertrag, wo er Mitglied einer 7-köpfigen AG war. Und ab der dritten Halle sind wir ja dann mit Planungsauftrag und Einzelgewerksvergabe dann gegangen und seitdem ist er mit dabei. Und ich muss sagen, dieses Architekturbüro birgt für uns im GVZ für Qualität, aber auch für Termine. Das ist für uns ganz wichtig, wie Sie jetzt wieder gesehen haben. Bauzeit 10 Monate, das ist eigentlich phänomenal, aber auch für die Einhaltung der Kosten. Und das ist für den Bauherrn mindestens genauso wichtig. Und es wird auch nachhaltig gebaut. Da gibt es ja sehr viele Kriterien. Da gab es auch die Goldmedaille, das ist Goldzertifikat. Jetzt schauen wir mal kurz aufs Dach von dem neuen GVZ mit den Photovoltaikanlagen. Was ist da der Ertrag, wenn das mal läuft? Wir haben dort 4000 kW Peak. Nur als Beispiel, es ist jetzt 8-mal so groß, wie jetzt letztens in den Medien war, mit der neuen Anlage bei der Audi AG, nur damit man sich das einmal vorstellen kann, wie groß diese Photovoltaikanlage dort auf dem GVZ werden wird. Aber das war nicht nur die Photovoltaik, die hier Bestandteil dieser Preisvergabe war, sondern es war wichtig, dass alle Baumaterialien für nachhaltiges Bauen stehen. Wir haben das erste Mal uns entschieden, bei den Trägern, die Sie dort sehen, vor allem auch in diesen Zufahrtshallen, dass wir die aus Holz machen. Die waren zwar jetzt nicht aus Bayern, aber in Salzburg, das ist auch nicht so weit. Das ist praktisch heimisches Material, das wir dort auch jetzt eingebaut haben. Und das war die Grundlage für die Preisverleihung. Also, dass wir nicht nur jetzt die Photovoltaikanlage gebaut haben, sondern dass wir generell lauter Materialien für nachhaltiges Bauen verwendet haben in dem Bereich. Ich komme nur kurz auf die Arbeitsplätze zu sprechen. 500 haben wir gerade im Beitrag gesehen. Und dann kommen ja noch etliche Büros, die sich da ansiedeln. Wie viele Arbeitsplätze werden denn da außenrum noch geschaffen? Wir sind jetzt ja dann mit dem GVZ 2, jetzt auch mit dem ersten Bauabschnitt, dann fast bei 5000 Arbeitsplätzen im gesamten Güterverkehrszentrum. Natürlich werden jetzt in den anderen beiden Hallen weitere Arbeitsplätze dazukommen. Aber es geht nicht allein um die Arbeitsplätze bei uns im GVZ 1 oder 2, sondern es geht vor allem durch das neue Logistikzentrum auch darum, die 32.000 Arbeitsplätze bei der Audi AG zu erhalten. Und das ist eigentlich das wichtigste Kriterium, warum wir als Wirtschaftsförderungsgesellschaft uns so stark dafür engagieren und das auch mittragen. Und zwei der Gründerväter der IFG waren auch dabei, Fritz Kroll und Peter Schnell. Und Ihre Eindrücke vom neuen GVZ? Es ist fantastisch, was hier entstanden ist. Und wir Alten sind natürlich glücklich darüber, dass das, was wir 1994 angefangen haben, schon die Jahre davor, sich so großartig entwickelt hat. Damals war das ein hohes Risiko für die Stadt. Hat es dergleichen nirgendwo gegeben, dass eine Stadt für ein Unternehmen solche Vorleistungen erbringt. Aber es hat sich für die Stadt bezahlt gemacht. Es war wichtig für den Standort Audi. Und heute sehen wir, dass es weitergeht, dass mit neuer Dynamik und mit neuer und noch größerer Sicherheit für den Standort Ingolstadt auch zu neuen Erfolgen führt. Wissen Sie, die IFG ist immer mit dem mitgegangen, was notwendig war. Es ist heute angesprochen worden, die Probleme aus dem Jahre 1976. Das war auch ein großes Aufgabengebiet für die IFG, etwas zu tun. Wir haben damals die Manchinger Straße aus dem Boden gestampft und es hat damals die Wirtschaft gewollt und gebraucht und heute braucht die Wirtschaft dieses hier. Und so ist die IFG auch an den Anforderungen gewachsen, die nun die Zeit an sie stellt. Soweit die beiden Gründungsväter. Jetzt ist das GVZ, die Erweiterung, ja quasi erst zur Hälfte fertig. Was wird denn jetzt noch gebaut und was kommt denn noch dran? Ja, wir bauen an diese beiden Zufahrtshallen im Jahr 2012 die beiden Flügelhallen sozusagen an. Und dann muss man sehen, wir haben ja noch im Süden des neuen GVZ 2 ein Grundstück, das mit Sicherheit auch dann bis zu der Querstraße jetzt rüber zur alten Germersheimer Straße noch GVZ-Entwicklungsgebiet ist. Also die GVZ-Erweiterung, die bleibt dann noch bis 2012. Thema am Wirtschaftsstandort Ingolstadt. Herr Dr. Richler, herzlichen Dank. Das war's für heute. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Die IFG Ingolstadt, starker Partner der regionalen Wirtschaft.